Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und in der 26. Folge von Xbox Aktuell Kompakt werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Los geht's! Fangen wir an mit ein paar Infos in eigener Sache. Zuerst hat jetzt Wolfgang den Test zu Chivalry 2 fertiggestellt. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber hey, das Spiel ist auch noch heute gut, also klickt mal rein. In der Videobeschreibung gibt es einen Link. Dann habe ich diese Woche schon zwei Videos veröffentlicht. Mensch, Überstunden ohne Ende. Das erste einmal die Games with Gold für den Monat Juli. Ich verlinke es euch hier oben nochmal. Planet Alpha ist ganz nett. Den Rest muss man mögen, würde ich sagen. Und dann habe ich ein neues Format gestartet. Eine Trailer-Show zu den kommenden Xbox-Highlights. Verlinke ich hier oben auch. Welche Spiele kommen jetzt in den nächsten 4 Wochen auf uns zu? Welche sollte man auf dem Zettel haben? Schaut auch da mal rein, vielleicht ist das ja was für euch. Dann gibt es schlechte Nachrichten zur Halo-TV-Serie. Naja, wobei schlechte Nachrichten, sagen wir mal eher weniger gute Nachrichten. Denn die beiden Showrunner haben die Serie verlassen oder werden sie verlassen. Showrunner, was ist das? Früher war es ja so, da gab es einen Autoren und einen Regisseur und die haben dann eine komplette Serie gemacht, fertig. Heutzutage jede Folge ein anderer Autor, jede Folge ein anderer Regisseur und der Showrunner ist derjenige, der quasi die Zügel so zusammenhält. Und da gab es bei der Halo-TV-Serie oder gibt es zwei Personen, nämlich Kyle Killen und Stephen Kane, die beide als äußerst talentiert gelten. So, erster, Kyle Killen hat jetzt das Set verlassen, angeblich aus Zeitgründen. Das heißt, bis zum Ende der Produktion von Staffel 1 wird jetzt Stephen Kane der alleinige Showrunner sein. Aber auch er wird nach Ende der Produktion von Staffel 1 das Set verlassen. Angeblich will er zurück in die USA. Produktion ist ja in Budapest und er möchte zurück zu seiner Familie. Und ich denke mal, das sei ihm gegönnt. Das heißt, zum Start der zweiten Staffel, die ist ja höchstwahrscheinlich sogar geben wird, wird ein neuer oder mehrere neue Showrunner gesucht. Aber ich glaube mal, dass Steven Spielberg als Mitproduzent da noch irgendwie ein Ass aus dem Ärmel zaubern wird. Ansonsten, Serienstart soll ja angeblich nächstes Jahr sein. Infos gibt es leider immer noch nicht dazu. In den USA wird es bei Paramount Plus ausgestrahlt. Hier in Europa keine Ahnung. Ich hatte ja gehofft, dass es da auf der E3 vielleicht so ein paar neue Infos geben wird, aber ist nicht. Also abwarten. Dann ist jetzt das Xbox Cloud Gaming für alle Abonnenten des Game Pass Ultimate via Browser verfügbar. Es gab ja so der erste Schritt der Beta war ja so, dass man dort speziell eingeladen werden musste. Jetzt, wie gesagt, können alle Abonnenten das Game Streaming im Browser ausprobieren. Voraussetzungen: Google Chrome, Microsoft Edge, also die neue Chromium-Variante, oder Apple Safari und dann einfach auf xbox.com/play und dann mal gucken, was die xCloud so hergibt. Ganze ist noch als Beta-Phase tituliert grundsätzlich, das heißt, es kann hier und da noch mal Probleme geben, aber ich denke mal, das, also, so habe ich es festgestellt, läuft eigentlich schon überraschend gut. Eine 10er-Leitung bräucht ihr fürs beim Internet, damit es einigermaßen oder ausreichend gut läuft. Und probiert's mal aus. Fans von Doom Eternal, aufgepasst, es gibt Update 6 und das hat es wirklich in sich, denn endlich gibt es das sehnlichst erwartete Upgrade für Xbox Series X und S. Das Spiel läuft jetzt in 4K, also bis zu 4K und bis zu 120 Frames. Dazu HDR10 mit unterstützt, VRR, VRS und so weiter und so fort. Und obendrauf gibt es dann noch ein neues Master Level und eine neue Battle Arena. Klingt doch ganz okay, oder? So, und jetzt überschneidet sich das so ein bisschen mit dem gestrigen Highlight-Video Juli. Es geht um den Flight Simulator. Der kommt ja am 27.07. endlich auf die Xbox, Series X und S. Xbox One ist die Version gestrichen. Dafür setzt man da auf das Xbox Cloud Gaming. Also, wer jetzt noch eine ältere Konsole zu Hause stehen hat, es kann noch ein bisschen dauern, aber es soll mittels xCloud kommen. Dann noch die Info, das Spiel ist läuft auf der Xbox Series X in 4K, auf der S in Full HD
und das Ganze jeweils mit festen 30 Frames pro Sekunde. Es sei denn, euer Bildschirm hat VRR-Unterstützung, dann kann die Framerate auch mal bis zu 60 hochgehen, je nachdem halt, was unter dem Piloten so gerade los ist. Schöne Sache, der Marktplatz mit Add-ons wird auf der Xbox derselbe sein wie für die PC-Version. Das heißt, da wird es wahrscheinlich insofern auch viele Inhalte geben. Die Inhalte von Microsoft selber, die erscheinen auf allen Plattformen zeitgleich und da wird auch Cross-Buy unterstützt. Das heißt, wer die Erweiterung für den PC kauft, der kann sie auch auf der Xbox nutzen und umgekehrt. Bei Drittanbietern ist das nicht grundsätzlich der Fall, aber auch die haben da die Möglichkeit, Add-ons für beide Plattformen zu veröffentlichen. Und ich glaube, da spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass man das macht. Dann gibt es Neuigkeiten zur EA Play Live. Ihr wisst Bescheid, Electronic Arts hat mal wieder die E3 geschwänzt und stattdessen setzt man auch in diesem Jahr wieder auf sein eigenes Event. Am 22.07. ist es soweit. Jetzt hat man allerdings mitgeteilt, dass es in diesem Monat noch vier weitere kleinere Events geben wird, sogenannte Spotlights, in denen man sich auf bestimmte Themen fokussiert. Am 8.07. geht es um die Zukunft des First-Person-Shooters. Mit dabei Battlefield 2042 und Apex Legends. Am 13.07. geht es um Indie-Games, das heißt It Takes Two, Lost in Random, Knockout City zum Beispiel. Dann am 19.07. gibt es ein Special-Event nur für Madden NFL 22. Also wer auf Football steht, 19.07. nicht verpassen. Am 20.07., einen Tag später, geht es dann komplett um Sport, denn da ist EA Sports an der Reihe. Und ich schätze mal, da wird es dann auch Infos zum neuen FIFA geben. Am 22.07. dann, wie gesagt, EA Play Live. Was da zu sehen sein wird, was enthüllt wird, da gibt es natürlich noch keine konkreten Infos zu. Gerüchterweise, da hatten wir schon mal vorletzte Woche mal drüber gesprochen, ein neues Dead Space. Jetzt heißt es auch, dass eventuell noch ein Remake vom ersten auf dem zweiten Teil kommen könnte. Abwarten. Was es auf jeden Fall nicht geben wird, ist irgendwas zu Mass Effect oder Dragon Age. Das hat Entwickler BioWare jetzt via Twitter verlauten lassen. Kommen wir zum Spiel der Woche und lasst euch das gesagt sein, das ist alles andere als spaßig, Anfang Juli ein Spiel der Woche zu küren. Es ist sogar eine Herausforderung. Aber ich dachte mir, hey, bevor ich jetzt hier irgendeinen Mist herauskrame, krame ich einen Mist heraus, der noch wenigstens ein bisschen skurril ist und Unterhaltungswert bietet. Also, heute, gestern, vorgestern, je nachdem, wann ihr es guckt, ist der Treasure Hunter Simulator erschienen, der Schatzsucher Simulator. Also, Schaufel schnappen, Schultern, ab aufs Feld und buddeln. Mit dem Treasure Hunter Simulator habt ihr die Möglichkeit, historisch bedeutende Orte weltweit zu erkunden und mit Hilfe eines Metalldetektoren die Vergangenheit zu entdecken, indem man interessante Artefakte findet und deren historische Bedeutung kennenlernt. Bevor man sich auf Standorte in alle Welt aufmacht, gilt es allerdings erstmal was Wertvolles im Wald nebenan zu finden, denn alle gefundenen Artefakte können entweder der eigenen Sammlung hinzugefügt werden oder auf Auktionen verkauft werden und mit dem Geld wiederum lassen sich Reisen finanzieren oder auch bessere Ausrüstungsgegenstände. Das Spiel soll, laut der Entwickler, nicht nur für Fans des Genres interessant sein, sondern auch für Gelegenheitsspieler und so heißt es, Zitat, einfache, intuitive Gameplay-Elemente kombiniert mit wunderschönen Landschaften sorgen für ein wirklich erfreuliches Erlebnis. Und erfreuliche Erlebnisse sind doch genau das, was wir brauchen. Also der Treasure Hunter Simulator ab sofort im Xbox Game Store erhältlich, regulär für 10 Euro. In der ersten Woche gibt es sogar noch Rabatt, da kostet das Spiel nur 8 Euro. Und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 26 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da oder, wenn noch nicht geschehen, ein Abo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.